Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorepräsentation von Guild Wars Infos. Mein Name ist Christian und diesmal entführe ich euch in das Thema des Jumping Puzzle Spielen in Guild Wars 2. Und zwar wie üblich sind wir immer noch in der Karte Marschstromgipfel und ArenaNet hat irgendwann mal so in früheren Zeiten Jumping Puzzle eingebaut. Und Jumping Puzzle zur Erklärung sind quasi ein Jump und Run Spiele. In Guild Wars selber. Also du hüpfst die ganze Zeit auf irgendwelche Sachen drauf, musst du teilweise schnell machen, teilweise musst du auf bestimmte Effekte warten, die ausharren. Also ein bisschen so klassischen Tomb Raider Spiele, nur in klein. Und natürlich 2 Millionen Fallen. Na gut, je nachdem, welche Jumping Puzzle du spielst. Da gibt es auch Fallen. Aber gut, egal. Also einfach nur, du hüpfst durch die Gegend, bis du irgendwann eine Endtruhe findest. Teilweise durch POF, die neuen Reittiere, sind einige etwas leichter geworden, weil sie sie an bestimmten Stellen benutzen könnt, warum auch immer, wo es eigentlich hieß, sie müssen ausgestellt werden, wie beim Gleiter, aber gut, wahrscheinlich kommt es erst noch. Unterstützt werde ich hier bei der Aktion von dem Gildenoffizier Gregor mit seinem Charakter Sonne die Heizbare. Denn wir gehen in den verborgenen Garten, in das Nebengebiet vom Marschstromgipfel und das ist, wenn man da einmal runterfällt, ist man tot und da ist keine Wegmarke, wo man in der Nähe neu spawnen kann. Man muss nämlich, um in diese Jumping Puzzle reinzukommen, einen Elementar töten. In dem Fall, was ich hier tue, ist es ist ein Luftelementar, das ist ein Moor, es gibt dann noch eine riesige Krabbe, das ist ein Wasserelementar und natürlich den klassischen Feuerelementar. Die machen einem so ein Portal auf und über dieses Portal kommt man irgendwo in diese Karte dann reingespawnt. Und schon sind wir drinnen. Wir befinden uns hier jetzt grob gesehen genau mittig des Gebietes, und zwar in dem Bereich, wo die Erdelementare stehen. Denn um hier die Endtruhe aufzumachen in diesem Jumping Puzzle, brauchen wir so eine Art Schlüssel. Das sind 4 Essenzen, die wir von den Elementaren kriegen. Das ist einmal Erde, das ist einmal Feuer, Luft und Wasser. Erst wenn wir diese Elemente haben, können wir quasi gesehen diese Endtruhe öffnen und haben das Jumping Puzzle abgeschlossen. Zusätzlich zu dem Ganzen gibt es hier drin eine Taucherbrille. Für die, die den Taucherbrille-Erfolg machen wollen, befindet sich hier mit drin in dem Baum. Und wer das Rückenteil Maulray baut, muss ebenfalls hier rein, weil er hier auch eine Essenz kriegt von den Erdelementaren, die er für Maulray darauf braucht zum Umwandeln. Nachdem wir uns natürlich das Erdelementar geholt haben, bewegen wir uns jetzt Richtung Wasser. Für Wasser müssen wir kurioserweise nicht tauchen, weil es ist ja ein Jumping Puzzle, sondern wir müssen dafür die Blätter hier hochhüpfen, die Wand an diesem schicken schönen Wasserfall.
Vorneweg, abgesehen davon, dass wie üblich meine Aufnahme schlecht ist, bin ich in Jumping Puzzle Legestheniker. Ich hasse diese Dinger eigentlich. Und ich mache das nur für die Repräsentation, diese Dinger hüpfen, weil ansonsten, nein, es sind Sachen, die für mich nicht sein müssen. Ich habe dafür nicht die Geduld und nicht die Geschicklichkeit, so einen Kram zu springen. Ich rege mich meistens viel zu sehr darüber auf, über die ganzen Dinger. So, jetzt haben wir Wasser gefunden. An dieser Stelle, hier oben, schön am Wasserfall, ne, damit es ja zu Wasser passt. Jetzt haben wir schon zwei der Essenzen, die wir brauchen. Jetzt werden wir die dritte Essenz holen. Das ist die Luftessenz. Dafür müssen wir an der Klippe hochwandern. Was nicht gerade einfach ist, auch hier gibt es die Möglichkeiten, dass man sich verspringt, weil die diese Steinchen, auf die du springen kannst, teilweise, wie sagt man, nur ganz wenig aus der Wand rausgucken. Ansonsten geht das für Jumper. Ja, wenn man dieses Jumping Puzzle hier öfters gemacht hat, läuft es relativ flüssig, weil es auch nicht so kompliziert ist. Das Nervigste hinterher ist dann eigentlich nur der Baum. Ja, hier musste ich jetzt gerade das Video einmal ein Stück spulen, im Endeffekt mystischerweise mal das Video verändern, weil wir haben ja mal so 5-6 Minuten gebraucht, diesen scheiß Eingang zu finden. Wenn man das Ewigkeiten nicht gespielt hat, ja, dann stehst du auch mal da, ja, wie ging es denn jetzt weiter? Ja, ja, also wir sind da eigentlich die ganze Zeit die Wand hoch und runter gelaufen. Deswegen habe ich hier jetzt übergesprungen, weil das bringt fürs Zeigen-Video nichts, wenn wir da die ganze Zeit die Wand hoch und runter laufen. Dafür haben wir nämlich ein anderes Video. Das ich jetzt hier kurz, weil ich schon erwähne, es gibt dieses Video auch noch einmal in unserem YouTube-Channel mit unserem ganzen Gelaber dazu, was auch im TS passiert ist an Gelaber, unserem Dunschiss und natürlich auch mit dem ganzen Fails dabei oder wie das an der Wand hoch und runter laufen. Kommt alles mit in dem Video drin. Also wenn ihr Bock darauf habt, euch das anzusehen, könnt ihr das natürlich auch machen. Gleicher Channel, nur halt nicht der Rubrik Guildwars Infos, sondern allgemein vom Video-Account der Gilde Hart.
Man merkt immer wieder, dass man solche Jumping-Puzzle-Sachen oder allgemeine Hüpfsachen mit bestimmten Klassen besser springen kann als mit anderen. Ja, ich weiß, auch wenn Arena halt immer wieder sagt, von wegen, die Collision-Mech ist total gleich, jeder springt gleich, jeder bla, nein. Also ich habe sämtliche Rassen mittlerweile und durch das die ganzen Kartenabschlüsse und sonstiges, meinen ganzen Scheiß springt, Schar und Norn sind die, die am beschissensten dran sind, weil sie einfach zu fett sind. Die bleiben überall hängen, treffen teilweise nicht richtig. Im Gegensatz Azura, die teilweise gefühlt weiterspringen, sind die eigentlich mit den Menschen zusammen und den Silvaris die besten, um Jumping Puzzles zu machen. Die treffen einwandfrei so, wie man es haben will, und da kann man das im Flug auch kontrollieren. Im Gegensatz Char und Morn einfach einem zu viel die Sicht versperren und durch das sie gerade so groß sind, sich von den Objekten wegdrücken. Gerade in POF gibt es so einen genialen, absolut dämlichen Heldenpunkt, wo du mitten im gebrandmarkten Gebiet bist, das ist unten in Barbie, wo du die ganze Zeit den Bodenbuff kriegst. Das heißt, du kannst das Reittier nicht wechseln. Du musst mit dem Rochen wandern, aber um an den Heldenpunkt ranzukommen, bräuchst du eigentlich den Hoppelhaken. Da gibt es nur eine kleine bucklige Stelle, wo du dich hinstellen kannst, wo du nicht diesen Bodeneffekt kriegst, dass du das Reittier wechseln kannst. Das kriegst du mit dem Char nicht hin. Weil der sich aus dieser Ecke wegdrückt. Der kriegt diesen Bodenbuff nicht. Mit Mensch und Azura und Bla kriegst du ihn, aber du kriegst ihn nicht mit Char. Dementsprechend auch nicht mit Norn. Weil, außer man ist eine Norn-Frau, die ist halbwegs schlank noch, aber so ein Norn-Mann ist da genauso beschissen drin. Also, das ist so eine Sache, wo das halt auch bei sowas hier nervt, wenn du ein Klassiker nur Char-Spieler bist, bist du hier dreimal so viel frustriert, weil du nicht klarkommst, als wenn du es jetzt mit einem Azura machst. Ich wette auch mit dir, es könnte sein, dass in die Kommentare kommt, dass Leute haben, ich erzähle nur Blödsinn. Es ist meine persönliche Erfahrung, die auch andere Mitglieder aus der Gilde teilen, dass man wirklich mit den Charakteren Schwierigkeiten hat, solche Sachen zu machen. Also da ist schon irgendwo etwas dran, auch wenn es Arne gerne abstreitet. Jetzt kommen wir zur letzten Sprungphase dieses Jumping-Puzzles. Und zwar wollen wir die Essenz des Feuers haben, die ominöserweise ganz oben auf dem Baum ist. Wahrscheinlich zur Symbolik der Sonne oder so. Die Sprungpassage ist an einigen Stellen nicht ganz einfach, gerade der dämlichen Pilze, die man da erwischen muss. Hinzu bei mir das Problem, ja, es lief nicht zu 100% flüssig. Ich musste wirklich irgendwann noch die Grafik runterstellen, dass ich das im Einspringen konnte. Aber ansonsten so ist die Passage mit den Pilzen an sich nicht ganz einfach. Aber das ist im Grunde dann wirklich schon alles, wenn ihr die Essenz dann auch noch habt.
Es ist eigentlich auch völlig egal, in welcher Reihenfolge ihr die Essenzen holt. Ihr könnt auch den Baum gleich als erstes machen, das ist euch frei überlassen. Wenn ihr die Essenzen habt, braucht ihr einfach nur noch zur Truhe gehen und dort abgeben. Und dann ist das Ganze eigentlich schon fertig. Da haben wir nun das Ende erreicht, die letzte Essenz, Nummer Feuer. Und dort in der Nähe ist natürlich auch gleich die Taucherbrille. Oh, im groben Hochrechner, also ich habe 10 Minuten gebraucht, um hier oben hochzukommen. Wie gesagt, wegen dem ständigen dran vorbeispringen, nicht richtig landen. Erst mit der Grafikumstellung hat das funktioniert. Also, frustet euch nicht, wenn was nicht klappt. Notfalls Grafik runterschrauben, nur für den Kram, reicht aus. Man kann das Spiel ohne Probleme hochspielen, aber es gibt wirklich bestimmte Sachen, da lohnt es sich, kurzweilig die Grafik runterzuschrauben, nur einfach, damit man mehr Chance hat, dass irgendwie das zu dem, was man macht, zum Computer funktioniert. Taucherbrille an sich ganz einfach. Man kann geradewegs runterfallen. Da ich den Erfolg schon habe, poppt er mir natürlich nicht auf, aber er gehört zum Allgemeinen der ganzen Taucherbrillen-Erforscherei, gehört dieser hier gleich mit hinzu. So, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, behaltet euren Daumen runter für euch. Denn freie Kritik und Beleidigungen werden von mir stumpf gelöscht oder ignoriert. Solltet ihr dennoch Lust haben, weiterzuschauen, dann abonniert den Kanal von Hart. Dieser wird, wie schon jetzt eben erwähnt, von der Gilde Hector's Hammer Treffen Hart gesponsert. Und ansonsten findet ihr mich auf Twitter und Facebook unter Guild Wars Info Build.